D wie Druckknopf. Sie werden auch manchmal Druckies genannt oder es wird der englische Ausdruck Snap, Snaps, Snap-Button verwendet. Die Druckknöpfe sind eine Verschlussart, die es bei Windeln oder Überhosen gibt. Es gibt natürlich auch welche, die haben einen Klettverschluss. Eine andere Art, eine Windel zu schließen, wäre die mit einer Windelklammer. Die Druckknöpfe sind immer mit einem männlichen und einem weiblichen Teil befestigt und du musst aufpassen, dass du sie eben nicht einfach so aufreißt, sondern dass du wirklich mit dem Finger hier drunten dran gehst und sie vorsichtig öffnest. Denn es ist ganz klar, das kennst du ja auch von anderen Textilien, wenn du ein Teil, an dem ein Druckknopf befestigt ist, so reißt, dann entsteht hier eine ziemliche Kraft und auf die Dauer kann dann ein Druckknopf ausreißen. Ob du eine Windel mit Druckknöpfen oder mit Klettverschluss wählst, das ist so ein bisschen von deiner Vorliebe jetzt abhängig. Ob du auch jetzt ein Kind hast, das eventuell sich zack, zack mal schnell seinen Klettverschluss öffnet oder nicht. Manche Eltern sagen aber, ich finde einen Klettverschluss einfach praktischer, da ich diesen individueller an die Figur meines Kindes anpassen kann. Denn das ist ja der Nachteil an den Druckknöpfen, die sind schon befestigt in einer bestimmten Reihenfolge, in einem bestimmten Abstand und ermöglichen dann natürlich nicht die ganz, ganz individuelle Abstimmung. Die Druckknöpfe sind waschbar, ganz normal. Du kannst sie, je nachdem, wie es der Windelstoff erlaubt, bei der 60-Grad-Wäsche auch mitwaschen oder auch mal bei 95 Grad. Du kannst sie auch in den Trockner geben, aber du solltest die Kunststoffdruckknöpfe nicht bügeln.